Herzlich willkommen zum neuen Video. Endlich mal wieder im neuen Video. Es ist ja schon ein Weilchen her, dass es hier ein neues Video gab. Wer dem Kanal schon länger folgt, und ich hoffe, sie werden auch wieder mehr oder immer noch mehr, wird ja mitbekommen haben, dass ich letzten Spätsommer praktisch mit meinem Rücken Probleme hatte. Das hat sich ziemlich lang hingezogen, ist auch jetzt immer noch nicht so mega cool. Aber nichtsdestotrotz muss es ja weitergehen. Dass man da nicht immer Lust hat, Filme zu machen und auch der Betrieb, man schaut ja immer ein bisschen, dass das Nötigste halt gemacht wird, aber dass man da keine großen Sprünge macht, wenn es einem so geht, ich denke, das ist verständlich. Nichtsdestotrotz gibt es kleinere Projekte. Ein Projekt, da stehe ich jetzt hier drinnen, habe ich in der Eifel geholt, sind 16 Backfastvölker, habe ich von einem Kollegen, Kumpel geholt, der da in der Eifel ganz erfolgreich imkert damit. Für mich war es oder ist das Projekt oder dahingehend einfach so, dass ich mal wieder das neu sehen will. Ne, was ist mit der Backfastbiene? Er sagt, Schwarme, viel Schwarmträger, die sind auch viel sauberer im Bauen, sagt er. Und das sind alles Sachen, habe ich gesagt, das will ich mir mal anschauen. Habe mir da 16 Völker, oder er war so nett, mir 16 Völker zu verkaufen. Die habe ich geholt. Da mache ich euch ein paar Einblendungen mal von der Reise. Viele Aufnahmen sind leider abhanden gekommen. Also es war echt eine schöne Landschaft. Raufzus, Pfalz, also wo die Edelkastanie herkommt, Pfalzer Wald. Dann natürlich die Mosel, die Eifel sowieso schön. Zurück zu es auch wieder die Mosel, Nahetal, Rheinhessen, also alles wunderschöne Gegenden, zumindest für mich. Wir haben hier ja auch Weinbau und es ist schon faszinierend, ne, was da großtechnisch machbar ist, wo bei uns halt noch Handarbeit ist viel. Ja, auf jeden Fall sind die Völker jetzt hier bei mir. Sie sind auch schon ein paar Wochen hier oder eine gewisse Zeit hier. Und entwickeln sich toll, ne? Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, typisch schwäbisch, man fängt schon wieder an zu mähen. Muss ja auch unbedingt sein, weil so eine Wiese, ne, das geht für manche ja gar nicht, also grausam. Ja? Also ich glaube schon vor 3 Wochen oder so haben die angefangen, die Wiesen zum Teil zu mähen. Also offensichtlich ist das Benzin immer noch zu billig. Oder der Ordnungssinn oder das, was für Ordnungssinn gehalten wird, zu stark. Vom Prinzip ist es jetzt so, die Völker, also ich habe da bewusst, da kommen wir später im Jahr noch drauf, also abonnieren, ne, und dranbleiben, was ich mit denen mache, warum die auch zum Teil ein bisschen unterschiedlich sind von der Stärke, da kommen wir drauf. Prinzipiell ist es bei mir jetzt so, dass Apfelblüte praktisch vorbei ist, der Raps ist jetzt demnächst auch vorbei und vom Honigertrag, ich meine, man muss sagen, diese Backfastvölker, die kommen aus einer Gegend, die sind fast 150 Meter höher wie wir. Wir sind ja hier 470 Meter. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber 100 Höhenmeter höher sind sie auf jeden Fall gekommen. Und ohne da jetzt was zu wiegen oder schon geerntet zu haben, muss ich sagen, im Honigertrag merke ich jetzt nicht so den Unterschied. Ne? Das ist ja auch... aber das ist auch gar nicht der Punkt. Ne? Mir geht es hier nicht um den Honigertrag, mir geht es um Schwarmträgigkeit. Vielleicht sehen wir was unterschiedlich bei Varroamilben, wobei wir da ja ein Jahr warten wollen. Aber im Prinzip wollen wir die jetzt einfach mal, sag ich mal, die nächsten 1,5 Jahre so ein bisschen mitbegleiten, diese Bienen und die Bienen von mir, schauen, wo das jeweilige Volk oder wie sagt man, die Volkgruppe seine Vor- und Nachteile hat. Ne? Da geht es ja nicht, ihr wisst ja, wir sind ja hier nicht dogmatisch, es geht mir nicht um die Rasse. Ne? Es sind Backfastbienen von jemand anders, sind wieder anders wie jetzt die, sondern es geht mir einfach mal nur im Vergleich. Vielleicht ist es ein kleiner Fingerzeig, müssen wir uns überraschen lassen, wohin die Reise geht. Was das Ergebnis ist, was die Schlussfolgerungen sind. Diesen Weg gehen wir einfach zusammen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine
einen Vorschlag habt, was euch besonders interessiert im Vergleich, wenn ihr einen Vorschlag habt, ja, also schreibt mir alle Anregungen gerne in die Kommentare, dann gucken wir mal, was wir da zusammen umsetzen können. Ja, das soll es direkt von dieser Stelle eigentlich gewesen sein. Wir können jetzt noch einen Volk anschauen gerne, was da so honigtechnisch los ist. Und dann wird es mit diesem Video auch schon wieder zu Ende gehen. Und das nächste Video kommt dann hoffentlich zeitnah. Auf Instagram habe ich mir jetzt auch vorgenommen, war ja Wunsch von einigen von euch, regelmäßig auch was zu posten. Also wenn jetzt zwischendrin was passiert, weiß nicht, Schwarm, Honigernte und so, da ist man ein bisschen dichter dran zeitlich. Den Link findet ihr natürlich unten. Ja, sonst gucken wir jetzt den Bienenvolk an und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal mit euch. Auch hier können wir zu normalen Wetter, zu normalen Jahreszeiten relativ ohne Rauch arbeiten. In der Regel habe ich jetzt trotzdem einen an. Ich wollte jetzt nur, um das mit euch anzuschauen, nicht unbedingt einen Rauch anmachen. Also da sehen wir jetzt bei meinen Völkern, da sind wir im Prinzip schon ähnlich, ne? Von der Wabenstetigkeit oder Stechlust oder wie auch immer man das nennen will. Also wir kommen ja schon ohne Rauch aus und wir haben jetzt hier eine Wabe, sagen wir mal ein Drittel gefüllt. Ne? Das ist jetzt im Prinzip zweite Honigraum. Ja, wir sind ein bisschen in der Erfolgsentwicklung mit den Bienen hier ein bisschen spät dran im Vergleich zu der Natur. Also ich würde sagen, so dieser Honigraum, ein Drittel, vielleicht voll, ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr wie ein Drittel gefüllt. Dann ist der zweite Honigraum, der untere ist voll. Also so sind wir einfach gerade im Moment auch bei meinen Bienenvölkern, die keinen Rapsanschluss haben. Also so eineinhalb Honigräume. Das ist auch so ein bisschen das Niveau. Meine, die Bienenvölker untereinander sind immer verschieden, aber so denke ich mal, werden wir am Schnitt irgendwo rauskommen. In der Frühtrachternte ohne Raps, was wir ernten können. Und natürlich da, wo die Bienenvölker im Flugradius Raps haben, da sind wir natürlich deutlich höher von der Menge. Ne? Ja, wie gesagt, ihr seht, Löwenzahn ist verblüht. Obstbäume sind die allermeisten verblüht. Da hinten blüht es noch Quitte und späte Apfel, so vereinzelt. Der Raps wird auch in 3-4 Tagen zu Ende sein. Insofern steht bei uns jetzt die Frühtracht-Honigernte an. Ja. Damit wollen wir jetzt auch mit diesem schönen Ausblick, ne, auf die Honigernte, die endlich mal wieder, muss man ja sagen. Dann ist ja 3 Jahre, wo die Frühtracht eigentlich nicht so der Renner war. Ja, wir hatten jetzt immer auch ein bisschen durchwachsenes Wetter, aber im Großen und Ganzen hat es gepasst. Also es ist klar, es könnte noch ein bisschen besser sein, wenn die eine oder andere Regen- oder kalte Woche da aus der Blüte draußen wäre oder die Tage. Könnte man da sicherlich auch noch mal im Honigertrag ein paar Kilo mehr haben. Aber nach den letzten 3 Jahren, wo wir in der Frühtracht schon immense Probleme hatten, überhaupt was zu ernten oder deutlich weniger geerntet haben, wollen wir da wirklich zufrieden sein. Vor allem muss man auch sagen, wir haben jetzt, was die letzten 2 Jahre gar nicht ging, im Prinzip rein Blütenhonig oder Frühtrachthonig ohne Rapsanschluss, also wo wirklich kein Raps drin ist. Und da hatten wir in den letzten Jahren ja intensivere Probleme. Ja, wo Raps war, haben wir eigentlich immer was ernten können. Aber ohne Raps war es schwierig. Und das ist das Schöne an dem ganzen Jahr bisher. Und ich denke auch, so kann es und so soll es auch weitergehen. Ich wünsche euch auch, dass ihr mit eurer Imkerei zufrieden seid. Erfolgreiches Jahr. Bleibt dabei und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut.